Glaube ich. So, hi. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ich kann hier mal zumindest das hier unten ausmachen. Den wahrscheinlich auch. So, na, den nicht. Den lassen wir mal an. So, heute wollen wir uns mit. Also erstmal hallo. Schön, dass ihr da seid. Und es gibt eine kleine freudige Botschaft zu verkünden. Möglicherweise bricht der Chat heute nicht ab und auch wahrscheinlich nicht der Stream, aber ich kann natürlich nichts versprechen. Heute ist das erste Mal, dass wir hier die Portfreigabe haben vom Rechenzentrum. Das heißt, ich kann mit der geballten Macht meiner Streaming-Tools hier agieren. Und dementsprechend würde ich gerne nochmal wissen, ob das mit der Akustik bei euch einigermaßen gut funktioniert. Dazu gerne einfach wieder ein Plus 1 in den Chat. Dann sehe ich auch automatisch, wie das mit der Latenz ist. Und ja, das wäre erstmal der erste Punkt, den ich klären möchte. Der zweite ist, wir wollen uns mit Netzwerken beschäftigen, die üblicherweise wireless sind. Denn ich sag mal, bis auf vielleicht ein Haus zu automatisieren oder vielleicht einen Campus zu vernetzen oder vielleicht irgendwelche Workstations miteinander zu vernetzen, ist die Consumer-Elektronik ja fast ausschließlich auf Wireless-Technology gehüpft. Als ich noch klein war, war das nicht möglich. Oh, Chat kam noch nicht. Da hatten wir Modems, das war eine laute Nummer und eine langsame Nummer. Dann gab es ISDN, das war schon ziemlich cool, denn mit ein bisschen technischem Sachverstand konnte man dann bei der Telekom, gab es so einen Sonntagstarif, kostenlos telefonieren ins Festnetz. Das war eine super Sache, weil, wie gesagt, mit ein bisschen technischem Sachverstand konnte man LAN-Partys ermöglichen, die dezentral waren. Bis zu dem Zeitpunkt hat man LAN-Partys tatsächlich noch zentral oder hinfahren müssen, Rechner aufbauen mit Monitor und allem Sack und Pack, mit einer DFÜ-Verbindung direkt in das Netzwerk des anderen hinein, über das Telekom-Netz, war das plötzlich auch möglich. Das heißt, mit ein bisschen IP, mit ein bisschen, wie gesagt, technischem Sachverstand, konnte man dann jeden Sonntag von morgens bis abends zocken. Blöd war bloß, dass man die Telefonleitung belegt hat. Also man musste wirklich mit Mutti und Vati ganz dolle ins Gebet gehen, dass die garantiert kein Telefonat empfangen wollen am Sonntag und auch garantiert keins führen möchten. Das funktioniert also wirklich nur, wenn man sehr ausdrucksstark ist und sagt, ich möchte das so. Denn selbst wenn dann die Freundin oder die Schwester irgendwie mit ihren Freundinnen telefonieren möchte, dann fängt es halt an, echt bitter und böse zu werden. Aber das war eine coole Zeit. So etwa die Zeit von Quake 3 Arena und ich denke, dann merkt man auch automatisch, wie alt ich bin, ne? Also älter als das Internet. Die nächsten Dinge waren dann tatsächlich Ethernet, kabelgebunden, mit denen funktionierte das ganz gut. Das Problem ist, erst kürzlich war am Wochenende bei meinen Eltern, weil natürlich Netzwerkprobleme. Als Informatiker muss man komischerweise immer Windows installieren und Office erklären und Netzwerkprobleme lösen. Ganz putzig, mein Vater hat einen neuen Vertrag mit 250 Mbit. Vorher hatte er nur 100 Mbit und hat sich sowieso immer gewundert, warum irgendwie nur so 70, 80 bei ihm am Rechner ankommen. Aber diese Schwankungen sind ja relativ normal. Jetzt hat er eine 250 Mbit-Leitung und hat immer nur noch 70 bis 80, die am Rechner ankommen. An seinem Tablet kommen fast 200 an. Und das machte uns ein bisschen stutzig. Der Rechner ist relativ neu, da kaufen wir auch eigentlich keinen Blödsinn. Aber ich entsinne mich, dass wir irgendwann mal, als ich klein war, Kabel in der Wand verbaut haben. Und das waren 100 Mbit-Kabel. So alt ist das noch. Das heißt, dieses Kabel rausgezogen, ein schönes Gigabit oder einen Cat7 mit 10 Gigabit dort verbaut. Und siehe da, fupp, alles funktioniert wie out of the box, wunderbar und schön. All diese Probleme hatte er vorher mit 1 und 1 ist Sekunde, Telefonat geführt, ein Techniker kam raus, etc. Keiner hat dieses Problem gefunden. Ja? Weil es so banal und einfach ist. Und stellt dann die Frage, ja, haben Sie denn ein Netzwerkkabel? Ja, aber nicht welches. Und das bringt uns natürlich dann schon ins Gebet und ans Denken. Denn nochmal, immer noch keiner ein Plus 1 geschrieben im Chat. Müssen wir nochmal schauen, ob da irgendwie was kaputt ist. Nö, es will nur keiner, habe ich das Gefühl.
Also bei solchen Vernetzungen immer darauf achten, wie vernetzt ihr und mit welcher Technologie vernetzt ihr. Also auch ein Bluetooth ist nicht ein Bluetooth. Es gibt Bluetooth 1, 2, 3, 4, 5, 0. Es gibt ein Ethernet. Es gibt unterschiedliche Kabelverbindungen, die man dort wählen kann, die alle, na, kann ich hier mal hochhalten, glaube ich. Was mache ich mir das Leben so schwer? Ich habe doch hier eins liegen. Na, alle haben sie diesen Stecker. RJ45. Das ist ein Stecker, der kommt aus der eigentlich Telefonecke. Das heißt, ein Telefonkabel früher hatte schon diesen Stecker. Und weil er so schön ist, hat man ihn jetzt mehr oder weniger fürs Ethernet auch verwendet. SFP gibt es noch, es gibt Lichtwellenleiter, mit denen man dann letztendlich arbeiten kann. Alles wird irgendwo immer besser. Und das Gleiche geht in USB-Richtung auch. Es gibt nicht nur, ich habe einen USB-Anschluss oder die Frage stellen, hast du einen USB-Anschluss? Dann kommt, Und dann kommt die große Problematik, welchen? Ja? Ganz oft, auch hier unter den Kollegen, ist es so, mittlerweile ich glaube, mittlerweile hat es jeder verstanden. Aber vor nicht allzu langer Zeit kamen dann auch Kollegen ins Büro und sagen, ja, ich habe hier einen neuen Rechner und hab da gar kein HDMI dran. Ich kann hier gar nicht an den Beamern irgendwas machen. Was brauche ich denn jetzt dafür? Ja, ein Adapter. Ja, aber was für eins? Ja, welche Schnittstellen haben Sie denn da? Ja, USB. Dann brauchen Sie ein USB auf HDMI. Man könnte da dreimal raten, was die sich bestellt haben. So eine uralte Keule mit einem USB-A-Anschluss, um irgendwie Strom zu bringen und irgendwelche anderen Schnittstellen da dran, funktioniert auch nur von 12 bis Mittag und nicht gut. Mit USB-C, Thunderbolt 4 haben wir natürlich einen gewissen Standard, der tolle Dinge ermöglicht. Aber den Luxus, mit einer Schnittstelle alles abzuhandeln, der muss auch irgendwo kommuniziert werden. Und wenn man da so alte Semester hat, die wissen noch gerade so, wie man ein VGA von einem HDMI unterscheiden kann, dann hat man schon die ersten Probleme. Ich persönlich finde es cool. Ich bin total auf USB-C gewechselt mit allem, was ich irgendwo habe und bin da auch total zufrieden mit. Also wenn ich da so einen Adapter irgendwo verwenden muss, um was weiß ich, wie viele unterschiedliche Schnittstellen oder unterschiedliche USB-A-Dinge anzuschließen, dann ist das irgendwie ein Dock und das funktioniert. Also auch jetzt hier gerade im Hörsaal sind das sogar zwei Docks, mit denen ich da arbeite. Einmal, um das Bild hinter mir zu projizieren und einmal, um mit euch zu kommunizieren. Funktionieren. Der Chat wohl nicht. Das müssen wir dann nochmal schauen, dass wir das vielleicht nochmal erfragen. Oder ich bin mal völlig dreist. Wenn mir offenkundig keiner zuhört, dann mache ich das selbst. Dann gehe ich kurz auf YouTube. Ist ja ziemlich easy. Dann war ich ja fleißig und habe meinen eigenen Kanal abonniert. Das heißt, das sollte ich dann auch sehen, dass ich gerade online bin. Cool. So. Und dann habe ich ja hier Test und Hallo. Schwupps. Und mit etwas Glück erscheint das gleich hinter mir. Wie gesagt, mit etwas Glück. Warten wir mal ab. Möglicherweise ist der Chat nämlich auch auf einem anderen Port. Beim Restream wird er angezeigt. Ach, guck an, hier auch. Schön, perfekt. Dann habe ich nichts gesagt, dann funktioniert es. Dann können wir dementsprechend auch tatsächlich miteinander kommunizieren. Das ist toll. Gut, dann lassen wir die Gedankengrütze mal beiseite und beschäftigen uns mit Themen, die irgendwo wichtig erscheinen, nämlich mit Netzwerken, die nicht kabelgebunden sind. Und die finden wir heute in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Formen. Ihr werdet bei euch in den Vorträgen, die ihr vorbereitet, auch auf diese Fragestellung stoßen, dass es einige Dinge gibt, die sind dann durchaus kabelgebunden und dann vielleicht sogar schnell. Und dann gibt es Dinge, die sind nicht kabelgebunden und dann vielleicht sogar langsam. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich habe heute ein bisschen was über Bluetooth, ein bisschen was über Bluetooth Low Energy mitgebracht. Nichts Tragisches, sondern wirklich so die Basisinformationen dazu. Und der Name ist da schon Programm. Also wenn ich einen Bluetooth habe und einen Bluetooth Low Energy, dann ist klar, dass ich für mobile Geräte, die dieses Bluetooth LE verwenden, natürlich Batterie sparen möchte. Das ist das große Ziel. Und das mache ich, indem ich eben wenig kommuniziere und viele Ruhephasen habe. Diese Ruhephasen sorgen dann aber dafür, dass ihr möglicherweise bei so einem lossless Audiosignal über eure wie heißt es jetzt, über eure Kopfhörer, dann vielleicht einen Stottern hört oder einen Stocken oder irgendwelche Artefakte. Das heißt, das eine und das andere, das beißt sich immer so ein bisschen selbst ins Knie.
Wollt ihr also lossless? Wollt ihr also über einen Kopfhörer per Bluetooth exorbitant gute Soundqualität? Dann muss natürlich auch permanent und vor allem auch mit viel Energieverbrauch im Verhältnis kommuniziert werden. Braucht ihr aber nur, was weiß ich, zwei, dreimal die Minute irgendwie so einen kleinen Ping mit einem Datensatz versenden, wie das heutige Heizungsthermostate tun, dann ist die Low-Energy-Variante natürlich nicht nur vorzuziehen, sondern hat auch tatsächlich einen echten Nebeneffekt. Denn es ist unterschiedlich, allein vom Kunden her. Wenn er etwas verkauft und sagt, das ist meine neue Heizungssteuerung, kauft die bitte. Und nach 2 Wochen muss ich jeweils immer die Batterien wechseln. Ja, dann macht er das vielleicht zweimal, dreimal und dann sagt er euch aus, also dieses Gerät ist shit. Ja, normalerweise sollte man das so konzeptionieren, dass man mindestens eine Heizperiode irgendwo mit einer Batterie auskommt. Die meisten, das kann ich schon mal sagen, am Markt befindlichen Thermostate, die man so kaufen kann, das ist egal, ob vom Discounter oder irgendwo bei Amazon im Hochpreis, die haben meistens zwei AA-Batterien drin und die halten über ein Jahr. Ja, also idealerweise fangen die an zu piepsen wie ein Feuermelder und sagen einem, ich bin bald tot. Dann kann man noch ganz schnell und ruhig zu seinem Discounter der Wahl rennen oder zur Tankstelle und für viel Geld Batterien kaufen und dementsprechend dann auch diese dann wieder einsetzen. Aber auch bei Batterien passt bitte auf. Die haben auch eine Haltbarkeit. Ich habe letztens von meiner Großmutter einen ganzen Sack an Batterien geerbt. Die kann man alle in die Tonne werfen, weil die irgendwie 1996 abgelaufen waren oder sowas. Und dann merkt man doch tatsächlich, dass die Elektroden da drin irgendwie keine Lust mehr haben zu schwingen. Also so einen Sack bei IKEA kaufen, machen ja viele, ähnlich wie Kerzen. Guckt da mal drauf, dass ihr da eine Charge habt, die eben noch bis 2026 oder sowas haltbar ist. Nicht, dass ihr da so eine habt, die gerade am Ablaufen ist, weil 20 Batterien braucht kein Mensch sofort. Es sei denn, ihr habt 14 Kinder zu Hause, die alle in ein RC-Fahrzeug fahren und das den ganzen Tag. Dann braucht ihr einen ganzen Sack an Batterien, aber dann würde ich euch empfehlen, vielleicht auf Rechargeable zu setzen. Gut, dann muss ich hier einmal draufklicken, dass es das aktive Fenster wird und dann gucken wir mal gemeinsam drüber. Warum der ganze Käse überhaupt? Warum Wireless? Ja, zum einen, hier liegt so ein ganzer Sack an Kabeln rum, bei euch hinter den Monitoren ist so ein Sack an Kabeln, also das ist ja alles immer ziemlich hässlich. Ist auch eine Stolperfalle. Und wenn ich nur eins dieser vielen Kabel irgendwo rumliegen habe, dann ist es vielleicht noch erträglich. Habe ich so einen ganzen Sack, so eine ganze Anaconda an Kabeln rumliegen, dann ist das natürlich um ein Vielfaches unerträglicher. Das Gleiche haben wir heutzutage mit Elektrofahrzeugen. Da ist ja eine große Diskussion. In allen europäischen Umländern ist es gar kein Problem, dass der Staat sagt, wir haben eine Laterne und an dieser Laterne wird eine Steckdose positioniert. Und dann kann man an dieser Laterne sein Auto aufladen. Überhaupt kein Problem. Nur in Deutschland nicht. Weil es könnte ja sein, dass wenn man dort seinen Stecker reinsteckt und dann dementsprechend diese Anaconda zum Auto führt, dass es sich zu einer, ja, Stolperfalle mutiert. Dass also Leute, die da lang gehen mit dem Hund oder was auch immer, sehen in der Nacht nicht, dass da ein Ladekabel ist, zack, liegen sie auf der Klappe und schon haben wir ein Problem. Im ganzen europäischen Umland ist das offensichtlich kein Problem. Wahrscheinlich haben die Lampen abends auch so viel Licht, dass sie bieten, dass man das sieht, was da möglicherweise vor einem rumliegt. Ich weiß es nicht, warum es so ist. Aber in Deutschland sind wir ja natürlich, was Technologie betrifft, sowieso ganz, ganz oft hinten dran. Guckt euch LTE, 5G etc. an. Vor allem auch die Tarife, die damit verknüpft sind. Geht nach Rumänien, geht nach Litauen oder wie auch immer, habt ihr 50 Gigabyte frei für 5 Euro im Monat. Und das mit dem feinsten 5G. Ne? Also da muss man mal gucken, warum das möglicherweise hier so ist, wie es ist. Also eine große Software, Hardware und ein vernetztes System hat natürlich den Vorteil, Schrägstrich Nachteil, dass er vernetzt werden muss. So, und wenn ich alles mit Kabeln mache, dann wird das natürlich ziemlich teuer, weil Kupfer nicht gerade das günstigste ist, was man heutzutage so kaufen kann. Und es wird unübersichtlich. Bei der Wireless Technology ist es natürlich so, ich kann skalieren fast bis ins Unermessliche. Und das war auch das große Problem, wir haben schon drüber gesprochen gehabt mit IPv4 und IPv6, dass man irgendwann gemerkt hat, also diese ganzen Wireless Tools und Wireless Werkzeuge, Handys und so weiter, was wir nutzen,
die müssen ja irgendwie adressiert werden. Und plötzlich haben wir keine mehr. Ja, bei kabelgebundenen Dingen würde man möglicherweise noch merken, das geht. Denn auch euer Internet ist ja nicht so, dass ihr eure 192, 168, 1.1 oder was eure Fritzbox sonst so rauswirft. Alle Rechner bei euch im lokalen Netzwerk haben ja auch eine lokale IP, aber nur eine externe. Ja, das heißt, die ist die, die letztendlich auch was bei der Adressierung wirklich zählt. Und dann ist es letztendlich noch gar nicht so schlimm gewesen. Mittlerweile teilt man sich das über Dual-Stack-Verfahren oder über das G-Vectoring. Das macht jetzt mittlerweile eigentlich jeder Internet-Provider sehr, sehr gern. Nachteil ist, alte Hardware kommt damit nicht zurecht. Wenn man also einen Tarif hat, keine Ahnung, ein VDSL 2, 100.000er Leitung oder sowas, hat man in 99,8% der Fällen eine IPv4-Adresse nach außen. Alles funktioniert. Smart Home funktioniert, PlayStation Network funktioniert, ganz wichtig, die PlayStation 4 kommt nämlich mit Vectoring überhaupt nicht zurecht, gar nicht. Da ist dann hat man 50, 60 Euro Monatsgebühr fürs PlayStation Network ausgegeben und kommt nicht rein, weil der Internet oder die Konstellation, wie ihr ins Internet kommt, nicht zu der Netzwerkarchitektur der PlayStation passt. Heutigere Systeme können das, aber die alten Systeme haben da Probleme. Das heißt, wenn ihr zu Hause mal merken solltet, ihr habt einen Vectoring-Vertrag, ihr wolltet den aber eigentlich gar nicht, ihr wolltet eine schöne, klassische IPv4-Adresse, die heute auch zu beziehen ist, aber nur als Geschäftskunde, weil die auch eine höhere Verfügbarkeit hat, ist ja ganz klar. Dann ruft da an und sagt, mein Sohn springt mir ständig in die Seite, er kann nicht PlayStation spielen, flunkert da ein bisschen rum, dann kriegt er meistens auch das, was er braucht. Ja, ich jetzt bei meinen Eltern auch. Die ganzen alten Geräte, die sie dort haben, die funktionieren halt nicht mehr, weil die äußere IP-Adresse eben eine IPv6 ist, die dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten ja mit anderen auch noch geteilt wird. Also mehrere IPv6-Adressen teilen sich zu einem gleichen Zeitpunkt die IPv4-Adresse. Es klingt komisch, ist aber so. Und das macht Probleme, gerade für alte Netzwerkkarten, für alte Geräte und so weiter und so fort. Schwierig. Wenn ihr da sowieso an der Leading Edge Technology seid, habt ihr kein Problem, ihr würdet es nicht mal merken. Das heißt aber, dann habt ihr aktuelles Notebook, aktuellen Rechner, aktuelles Smart TV, aktuelles. Wenn ihr das nicht habt, also zu den älteren Semestern gehört, wie eure Großeltern vielleicht sogar eure Eltern, dann kann das schon Probleme machen. Die Service Desks von eigentlich jedem Internetprovider haben darüber aber null Ahnung, weil das zu technisch ist. Ihr jetzt also schon. Gut, größte Anzahl von Abonnenten ist möglich. Mobile Geräte dominieren das Internet. Das ist seit 2011. Ist es so, dass wir mehr mobile Geräte am Internet haben oder im Internet haben als stationäre. Trotz dass Rechenzentren immer mehr stationäre Rechenressourcen ja brauchen, um Amazon, eBay und so weiter, Wer ist denn Facebook jetzt? Die haben sich doch umbenannt. Meta, genau, nicht Meta, sondern Meta. Mein Gott, es wird alles irgendwo demnächst nur noch mit Met anfangen. Und so viele andere Dinge. Hochskalieren, runterskalieren ist natürlich alles Bestandteil von Rechenzentren und die haben natürlich auch dementsprechend viele Rechenressourcen und brauchen dementsprechend auch viele Adressen. Also, ich habe auch einen Root-Server, auf dem habe ich ja immer die Port-Weiterleitung gemacht, bevor wir jetzt offensichtlich hier die Freigabe bekommen haben. Der hat auch eine externe IP-Adresse und braucht dementsprechend irgendeine Adresse, also hat er ja, die dann von der ganzen Liste abgehakt wird. So, da habe ich eine IPv4 und eine IPv6-Adresse. Dadurch, dass es auf ein Geschäftskonto gebucht wird oder von meinem Geschäftskonto gebucht wird, ist es ziemlich klar, dass man dann eine IPv4-Adresse bekommt. Kauft man aber für 99 Cent sich einen Root-Server irgendwo, keine Ahnung, dann sich die IPv4-Adresse zum selben Zeitpunkt vielleicht mit 5, 6, 7 Teilnehmern teilt. Kann funktionieren, muss aber nicht. Kommt immer, wie gesagt, auch auf eure Technologie an, die ihr zu Hause einsetzt. Mobile Anwendungen dominieren die Internetnutzung. Also, ich meine, da liegt ein Smartphone, da hinten hat jemand ein Tablet und einen Stift in der Hand. Ich meine, bei mir ist nicht nur ein Telefon, ein Tablet, ein Notebook, ein Stand-PC zu Hause, dann diverse TV-Boxen,
Und damit ist, glaube ich, noch nicht mal Schluss. Also die Liste könnte ich wahrscheinlich auch noch deutlich mehr vervollständigen. Ja, hier so E-Book-Reader auch, ne? Also so ein Kindle oder sowas ist ja letztendlich auch ein Netzwerkgerät. Die Heizungsthermostate, die Philips Hue-Birnen sind auch letztendlich alles Netzwerkgeräte, die mobil sind. Oder gut, die Lampen jetzt nicht, die laufen jetzt nicht durch die Gegend, aber zumindest eben die mobilen Endgeräte, die ich gerade erwähnt habe. Und davon hat heute ein Mensch nicht nur eins, wie zur guten alten Zeit, oder eine Familie eins, die sich's geteilt haben. Nee, jeder hat mindestens zwei. Also ein Student, Studentin, ne, wenn's gut läuft und für die vor allem auch irgendwie sehr positiv läuft, dann haben sie auch einen Stand-PC zu Hause. Das muss nicht die letzte exorbitante Honeypot-Number-Crunching-Maschine sein, irgendwas in die Jahre gekommen ist, und dann hat man vielleicht noch ein Notebook, das ein bisschen aktueller ist, indem man eben im Haushalt dann sitzt. Das sind aber auch schon zwei Geräte. Dann hat man meistens noch sein Handy und dann kommt noch diverse andere Krams dazu. Ne? Also ich denke, wenn wir nur uns analysieren, werden wir merken, der Rest der Welt, der funktioniert ja ähnlich. Und naja, also meine Schwester wohnt ja in Kalifornien. Es geht der Trend zum Dritthandy. Also da hat man ein Geschäftshandy, dann hat man ein Handy, mit dem man irgendwie nur mit ganz bestimmten Freunden kommunizieren möchte, dann hat man ein Handy irgendwie nur für Familie oder sowas, weil dort auch die Tarife dementsprechend günstig sind. Ja. Also das ist quasi eine Querfinanzierung. In Amerika ist ganz viel eben auf Pump. Also wenn die noch den Sprit für ihre großen Dodge Rams auf Pump kaufen könnten, dann würden sie es wahrscheinlich auch machen. Und so finanzieren sie sich natürlich ganz viele unterschiedliche Sachen quer. Funktioniert hier nicht ganz so gut, machen aber trotzdem viele. Holen sich einen Handyvertrag, bekommen dazu ein neues iPhone, haben vergessen, dass sie 900 € zuzahlen müssen. Und dann verkaufen sie es für 1.300 € bei eBay Kleinanzeigen und haben eben diese kleine Gewinnmarge. Ja? Zahlen aber dann 24 Monate einen ziemlich üppigen Vertrag. Also das muss man dann wirklich, also ich denke, wer mal mit Mathe in Berührung gekommen ist, der dürfte eigentlich wissen, dass das nicht richtig gut funktioniert. Ja? Man muss dann jeden einzelnen dieser Punkte auch wirklich analysieren und dann wird man merken, dass man nicht sonderlich viel spart. Das sind am Ende vielleicht 20, 30 €. Haben oder nicht haben, ist klar, aber so richtig sparen tut man durch Subventionierung seines Telefons eigentlich nicht. Dann haben wir noch die neuen Möglichkeiten und auch vor allem neue Bedrohungen. Denn wenn ich früher einfach mit einem Seitenschneider an ein Kabel gehen musste, das abisolieren und dann mich da irgendwie zwischenpacke, sozusagen Man-in-the-Middle-Attacken durchführen konnte und vielleicht sogar musste, ist das heute um so viel einfacher geworden. Ich empfehle es jedem von euch, einmal im Leben gemacht zu haben, sich in einem Starbucks niederzulassen oder bei einem McDonald's oder irgendeinem anderen schönen Restaurant, wo es ein offenes WLAN gibt. Und dort sein Notebook zu öffnen, Wireshark anzumachen und mal zu gucken, was da gefunkt wird. Ich habe erst neulich die Technologie von McDonald's ist ulkig, weil die Anzeige oben, welches Gericht jetzt fertig ist und abgeholt werden kann, könnt ihr über diese Terminals bestellen oder letztendlich mittlerweile ja auch über Smartphone. Ey, das geht wie völlig Klartext übers Netzwerk. Also ein bisschen analysieren, vielleicht ein kleines Python-Tool schreiben in der Zeit, wo man den Burger schnabuliert, und man kann das Ding mit ganz lustigen Zahlen behaften. Rechnen lassen, das macht vor allem am meisten Eindruck. Immer dann, wenn Zahlen runterzählen, dann kriegen die Leute Panik. Es ist aber wirklich so einfach. Bei Starbucks kann man Passwörter von irgendwelchen E-Mail-Konten etc. ableachen, und das ist wirklich nur das Öffnen von einem Wireshark, weil das Netzwerk nicht gesichert ist und weil teilweise auch die Clients, sprich die Nutzer von ihren Systemen, ja auch nicht unbedingt auf eine riesig große Sicherheits, weil sie keine Ahnung haben, ist ja klar, achten sie auch nicht dementsprechend drauf. Ja? Und das ist unerheblich, ob ich dann einen Mac habe, einen Linux, einen Windows oder ähnliches. Das fängt einfach an, auch mit der Haltung der Person. Wenn die da runtertippert oder ich kenne es von so vielen Personen. Ganz oft sind es weibliche Personen, die dann sagen: Öh, mein Rechner geht nicht mehr, kannst du mir mal gucken, dass wir das irgendwie machen? Und dann, ja, dann sieht mir mal kurz das Passwort, und das Passwort ist Passwort. Oder das Passwort ist 123 Punkt oder irgendetwas anderes. Da muss man sich dann auch nicht wundern, weil das sind Dinge, die findet man in jeder Liste, GitHub, Passwort-Dienst,
Wörter, da findet er eine Liste, da ist alles drin. Also, da sind auch meine drin. Bloß, ne, ich wende da meine Passwörter eigentlich alle 2 Wochen. So, 2 Wochen ist aber unter den heutigen Bedingungen ja eigentlich auch schon wieder viel zu lang. Eigentlich müsste man mit Wegwerfpasswörtern oder nur noch 3- und 5-Faktor-Authentifikation oder wie auch immer arbeiten, um da sauber durchzukommen. Und dann funktionieren viele Dinge ja auch wieder nicht, ne? Blizzard, ich meine, Diablo spiele ich manchmal ganz gern. Da musst du dich ja dann auch mit deinem Battle.net-Account authentifizieren, wenn du ein neues Smartphone gekauft hast, dann funktioniert aber, weil du natürlich vergessen hast, die alten Schlüssel zu generieren, um aufs Neue zu übertragen. Dann kannst du wieder nicht in dein Battle.net-Account rein, dann musst du wieder mit einem Iren telefonieren und so weiter und so fort. Also es wird einem ja auch nicht leicht gemacht mit dem Privacy und mit dem Security. Ne? Technisch gesehen kümmern sich da Wissenschaftler drum, aber am Ende muss es ja auch irgendjemand benutzen und verwenden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? Also diese Bedrohungen, da müssen wir auf jeden Fall drüber diskutieren. Meltdown, Spectre sind ja auch Bedrohungen, die haben wenig mit Software zu tun, sondern dort sind ja Schlupflöcher tatsächlich auf der Hardware, in der CPU. Und dann muss ich möglicherweise die CPU austauschen für eine neuere, die möglicherweise auch wieder ein Schlupfloch hat. Also solange es kriminelle Energien gibt, wobei kriminell gar nicht der richtige Ausdruck ist, solange es irgendwelche Leute gibt, die sehr energisch sind und Dinge versuchen eben auch an ihre Leistungsgrenze zu bringen, solange diese Leute existieren, können wir auch nicht von einer wirklichen Sicherheit sprechen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt genauso wenig Code, also Software, die wir schreiben, die zu 100% sicher ist. Geht nicht. Wir müssten sie dann zu 100% testen. Und allein nur eine 16-Bit-Variable, ein Addierer, also 2 mal 16-Bit und testen eben dann auch eine 16-Bit-Zahl am Ausgang. Wenn ich jede einzelne Kombination berechnen müsste und dafür eine Sekunde bräuchte, ist utopisch, dann bin ich bei über 60 Jahren. In 60 Jahren interessiert keinen mehr dieser Test. Ja? Also von daher, man muss da irgendwo gucken, dass man die Dinge abtestet, die wirklich wichtig sind und die unwichtigen von den wichtigen trennen. Wem das interessiert, wen das vor allem auch irgendwo weiterbringt vielleicht, der kann ja meine Veranstaltung Testmanagement hier hören und vielleicht sogar das Zertifikat zum, wie heißt es, Foundation Level ISTQB Tester machen. Ich glaube, Frau Huhn hält die Vorlesung, die Zertifikatsprüfung, die machen dann wir, also ich und meine Kollegen. Ist vielleicht auch nochmal eine spannende Sache, um seinen Lebenslauf ein bisschen aufzupolieren. Dann Technologie vollständig in das Leben eines jeden integriert, fast rund um die Uhr, fast überall. Hast du Hunger, gehst du Lieferando. Ne? Nutzt ja jeder. Ich meine, ich kriege da kein Geld für, wenn ich diese Begriffe in den Raum werfe. Aber Dienstag nach der Vorlesung mit euch habe ich eigentlich immer ein Meeting mit der Arbeitsgruppe. Und da waren einige eben wieder, ich sag mal so ein bisschen down. Ne? Da hat irgendwas nicht richtig funktioniert, es gab schlechte Absprachen. In Projekten lief es nicht so, etc. Also irgendwo war eine miese Stimmung. Und da wir ja mittlerweile wieder alle hier in Präsenz auch arbeiten, ist das immer blöd, wenn dann so zwei, drei wirklich irgendwie so traurig sind. Und in den Arm nehmen darfst du sie nicht. Wegen Corona musst du ja 1,50 Meter Abstand halten. Also Lieferando, mal 2 große Wagenräder bestellt, ne? So 60 Zoll Felge. Und ja, dann war die Welt wieder plötzlich ganz anders und plötzlich waren sie alle wieder fröhlich. Klar, voll im Magen lebt sich's besser, aber es ist ja so einfach. Ne? Ich muss nicht mehr mich aufs Fahrrad schwingen und irgendwo, was weiß ich, wie viele Kilometer zur Pizzeria. Dann muss ich irgendwie die Pizza in meinen Rucksack stopfen, womöglich vorher noch rollen oder sowas. Dann wieder hier hochatzen, dann ist die schon kalt. Also es ist heute ja wirklich sehr, 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 sehr einfach geworden, an alles zu kommen. Ne? Man arbeitet irgendwas in der Garage, habe ich so eine kleine Werkstatt mit Drehbank, mit Fräse, mit 3D-Drucker und all so einem Krams. Dann arbeitet man an irgendwas und plötzlich merkt man, mir fehlen die und die Schrauben. Ja, jetzt könnte ich nach Braunschweig fahren, in die Apotheke und dort für viel Geld 3 Schrauben kaufen. Oh, oder ich gehe auf Amazon oder auf AliExpress oder was auch immer und kaufe mir für 40 Cent einen millionenfachen Vorrat für den Rest meines Lebens an Schrauben. Das ist auch so einfach. Und 2 Tage später hat man den Krams meistens. Ne? Also, das dritte Beispiel, was ich mal gebe, und das schweift jetzt schon stark ab. Bekannte von mir, die bezeichnen sich als digitale Nomaden.
Die haben einen richtig geilen Job, auch in, ich sag mal, im Automotive-Sektor. Die haben aber den großen Vorteil, dass sie Software designen und dadurch relativ losgelöst von interner Hardware-Struktur sind. Die sind mit einem T, jetzt muss ich sagen, T6-Bus, ja, T6-Bus California, zwei Typen, die fahren den ganzen Tag dahin, wo sie wollen. Die sind hier Stand-up-Paddling machen sie ganz gern, haben zwei Stück auf dem Dach, dann Fahrradfahren machen sie ganz gern, zwei Stück hinten dran. Die wachen morgens in ihrem Van auf, frühstücken gemeinsam, hacken dann irgendwelche Codezeilen, ihre 6 bis 8 Stunden, was eben im Arbeitsvertrag steht, und danach gehen sie schwimmen in der Nordsee oder am Bernsteinsee oder was auch immer oder sind mal kurz auf Malta unterwegs. Die haben also eigentlich nur einen Briefkasten zu Hause, wo das Nötigste anfällt und wo dann die Mutti mal guckt, dass das auch alles irgendwo läuft. Ansonsten sind die nur auf Achse. Und das geht heutzutage. Das ist gar kein großartiges Problem mehr. Homeoffice ist eine Sache, aber ich sag mal, das ist natürlich, da nimmt man sein Home ja wirklich mit. Ja, da hat man einen Caravan oder sowas, was man dann sein eigen nennt. Ist eine spannende Sache. Wenn ich mir vorstelle, dass das ja sogar auch auf einem anderen Kontinent geht, ich sage, ich mache das in Neuseeland, denn ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass in Neuseeland das Internet ziemlich gut ist. Da steht man in der Pampa. Neben einem sitzt ein Wombat und kackt dort möglicherweise gerade hin und man hat Vollausschlag 5G. Ne? Also, das ist ein bisschen was anderes als in Deutschland, wo man, ne, geht man 10 Meter vom Router weg, muss man schon Angst haben, dass die Telefonkonferenz plötzlich zusammenbricht. Das sind also wirklich Dinge, wenn ihr da Bock drauf habt. Es ist letztendlich nur euer Skill nötig. Wenn ihr also einen vernünftigen Abschluss macht, vernünftig euch erfahren mit irgendwelchen Tools und Programmieren und etc. auseinandersetzt, könnte das auch eure Möglichkeit sein. Ja? Nur so mal als Tipp, wer da Bock drauf hat. Was ist anders? So, wir haben hohe Verlustraten, restriktive Spektrumsregulierung, niedrige Übertragungsraten, höhere Verzögerung, höherer Jitter. Oh. Wenn ich jetzt die Liste noch weiter vorlese, das werde ich gleich machen, werden wir merken, aua, wir haben gerade über so schöne Dinge gesprochen, alles ist mobil, ich kann überall und immer und etc. etc. Aber ja, die Realität sieht ja dann doch ein bisschen anders aus. Ne? Ich sag mal, unser Netzwerk hier, unser Edo-ROM oder Ostfalia-Netzwerk ist ja ein bestes Beispiel dafür. Das funktioniert ja auch nur von 12 bis Mittag und wenn dann plötzlich nach 2 Corona-Semestern hier 150 Studierende auftrumpfen und das erste Mal ihr Netzwerkschlüssel eintragen, dass dann das Netzwerk zusammenbricht, ist irgendwie kein Wunder. Hätte man mitrechnen können, sage ich mal ganz ehrlich. Ne? Aber Verlustraten, ja, da kann mal was verloren gehen. Es kann mal sein, dass auf dem Übertragungskanal Luft irgendwie was verloren geht. Es kann sein, dass auch eben die restriktiven Spektrumregulierungen, also das ist letztendlich das Modulieren meiner Signale, dass das auch Fehler beinhaltet, weil da sprechen wir von Physik. Niedrige Übertragungsraten. Naja, wenn ich 100 oder 1 Gigabit Netzwerk habe und ich habe plötzlich nur noch 54 Megabit mit dem ursprünglichen WLAN-Standard, ja, dann ist das ziemlich wenig im Verhältnis. Und das war auch das große Manko in der Vergangenheit, dass man gesagt hat, meine Wireless-Verbindung ist zu langsam. Ich kann da nicht richtig zocken. Ich habe da nicht den geilsten Ping, und so weiter und so fort. Die ganzen Diskussionen habe ich mit meinem Vater auch geführt. Ich kenne das. Heute ist das gar kein Problem mehr. Also, ich sag mal, es gibt ja mittlerweile über Wi-Fi 6 ja auch die Möglichkeit, fast mit Gigabit zu kommunizieren und das Wireless. Und das ist relativ stabil. Also man arbeitet schon sukzessive daran, dass diese Probleme, die hier dargestellt werden, immer weniger werden. Verzögerungen, ja, das ist der Ping. Also für die Gamer unter euch, habt ihr einen schlechten Ping, ist das quasi das gleiche, als wenn ich sage, ihr habt eine hohe Latenz oder eine hohe Verzögerung. Ist letztendlich alles der gleiche Begriff. Höherer Jitter. Beim Jitter ist es so, das ist so eine, naja, nicht ganz regelmäßige Verzögerung um ein gewisses Signal herum. Das heißt, ihr habt möglicherweise eine Übertragung, das ist immer in Takten von 20 Millisekunden oder sowas. Und dann habt ihr plötzlich mal 23 Millisekunden warten müssen, bis das nächste Paket gekommen ist oder auch mal nur 19. Dieses ja nicht ganz statistisch erhebbare Wackeln, was das Zeitliche betrifft, nennt man dann letztendlich Jitter.
Geringe Sicherheit, naja, wenn ich wireless unterwegs bin, habe ich natürlich auch die Probleme, die ich mit der Wireless Technology habe. Das heißt, ich kann irgendwo ja, analysiert werden, ich kann von außen in irgendeiner Art und Weise auch betrachtet werden. Wenn ich mich nur in meinem heimischen Netzwerk befinde, habe ich aber auch ähnliche Probleme, mit denen ich zu kämpfen habe. Also so viel krasser wird die Sicherheit da jetzt auch nicht kompromittiert. Gemeinsam und ungebundenes Medium, ja, wenn ich meinen Rechner nicht richtig konfiguriere, das war sehr schön unter Windows 8, da hat man plötzlich hier Zugriff auf die ganzen Netzlaufwerke von den Professoren gehabt, war putzig, da standen dann Klausuren drin, da standen andere interessante Informationen drin, ja, jetzt muss man sich halt überlegen, was ist da das Problem? Ist es der Professor, der möglicherweise seinen Rechner nicht gut abgesichert hat? Oder ist es möglicherweise das Netzwerk, das diese Dinge bereitwillig zur Verfügung stellt? Aber was will man anders machen? Wenn ein Netzwerk einen Samba-Share zur Verfügung stellen soll, weil das so definiert ist, und ein Professor hat einen Samba-Share, weil er den zu Hause auch nutzt, ja, dann ist der, wenn man diesen einen bösen Haken nicht setzt oder doch gesetzt hat, eben auch hier im Netzwerk freigegeben. Sicherlich schon mal gesehen, wenn ihr mit einer Windows-Büchse euch das erste Mal in ein Netzwerk einwählt, dann kommt dort, ist das ein Arbeitsnetzwerk oder ist es privat? Ja. Wenn man da das Falsche andrückt, dann denken die meisten, dass das gar nicht so den riesen Nachteil mit sich zieht. Ja, merken sie auch nicht. Der Nachteil ist, dass alles, was man mehr oder weniger auf seinem Rechner so als Shared Object zur Verfügung stellt, natürlich dann noch geshared werden. Zum Beispiel dein Drucker. Es war ganz putzig, als da Professoren ankamen und meinten, hier werden immer komische You are fired, you are fired, you are fired aus dem Drucker rausgedruckt. Ne? Das ist natürlich zurück in die Zukunft. Ne? Also ich finde das schon lustig, wenn ich das dann so mithöre. Ja, da hat sich dann irgendein Student den Spaß gemacht und hat über den Samba-Share den Drucker installiert und hat fleißig rausgespammt. 150 Seiten sind da durchgegangen, bis man eben mal auf die Idee kam, vielleicht entweder das Gerät auszuschalten oder mal das Papier zu entnehmen, weil dann hat ein Drucker üblicherweise auch aufzudrucken. Also es sind schon spannende Dinge, die man da machen kann. Späßchen, die ich früher gemacht hatte, waren über Windows 95 möglich. Da konnte man übers Netzwerk eine Nachricht schicken, dass bitte das CD-ROM-Laufwerk meines Vaters aufgeht. Was habe ich mich gefreut? Was war das toll? Habe ich mich wie ein Hacker gefühlt und konnte immer, wenn er gerade wieder irgendwas gemacht hatte, das CD-ROM-Laufwerk öffnen. Und er dachte, was weiß ich. Da ist jetzt gerade China oder Russland wieder im Rechner eingedrungen. Hab mich kringelig gelacht darüber. Heute geht das nicht mehr, zum Glück. Wobei, wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg. Mobilität, also Wechsel des Verbindungspunktes zum Netz, Auffinden der Benutzer und des Gerätes ist eine ganz interessante Sache, denn das ist natürlich systeminhärent. Wenn ich durch die Gegend renne und mobil meine Daten entgegennehme, dann muss natürlich auch irgendwo klar sein, das ist der Netzwerkteilnehmer und der befindet sich möglicherweise gerade dort, weil dann über die entsprechenden Funkmasten die Leitung oder die Informationen versendet werden. Es macht ja keinen Sinn, dass wenn wir uns hier in Wolfenbüttel aufhalten und aus Bayern gerade ein Funkmast sagt, ich muss jetzt unbedingt hier nach Wolfenbüttel funken, weil das wird ja auch rein technisch nicht gut funktionieren. Wir sprechen dort von einer sogenannten Triangulation. Das Handynetz zum Beispiel ist stabil, wenn ich drei oder einmal in drei Knotenpunkten habe. Und wenn ich drei Knotenpunkte habe, dann kann ich triangulieren, ne, also so eine Triangel daraus bilden und üblicherweise dann noch mit Dämpfungen arbeiten, um es noch genauer zu machen, weil sonst wäre in der Triangel einfach in der Mitte die Position. So hat man das so 96, 97 gemacht, funktioniert auch. Auf je nachdem, wie die Fläche so vernetzt ist, 30, 40, 300 Meter genau konnte man schon Leute ausfindig machen. Ne? Macht heutzutage die Polizei auch, wenn er mal RTL 2 guckt, irgendwie auf Streife oder was da so sonst was ist. Wir müssen mal eine Handyortung machen. Ja? Dann wird kurz der Provider angerufen oder irgendein Provider angerufen. Und dann heißt es ja, können Sie mal diese und diese Telefonnummer orten? Und dann sagt er, ja, das letzte Mal eingewählt in dem und dem Knotenpunkt. Das heißt, ziemlich genau auf 30 Meter befindet sich die Person dort und dort. So ein Grundstück, ne, das ist so 600, 700 Quadratmeter groß. Jetzt kann man das Rechteck ziehen und drehen, wie man möchte. Aber ich sag mal,
bei 30 Meter Genauigkeit kriegt man das auf zwei Grundstücke sehr gut reduziert. Also wenn man beim ersten Nachbarn klingelt und merkt, dass beim zweiten plötzlich die Leute aus dem Fenster springen und ganz hysterisch wegrennen, dann hat man auf jeden Fall diejenigen gefunden, nach denen man irgendwo auch sucht. Ja? Heute natürlich noch mal ein Vielfaches einfacher. Die Geräte haben ja auch einen GPS-Empfänger jetzt mittlerweile drin, wobei aufgepasst, es ist ein GPS-A. Ne? Das ist also ein assistierendes GPS, das sich über das mobile Internet erstmal die Positionen der Satelliten holt. Das müsste ein normales GPS-Gerät nämlich erstmal warten, bis es die Informationen empfangen hat. Und dann zusätzlich zur Triangulation vom Handynetz natürlich noch die Bewegungsinformationen und die Satelliteninformationen hinzuzieht. Dann haben wir also eine Sensorfusion, wenn man so möchte. Und dann kommen wir auf ein relativ akkurates Ergebnis. Und dann, wenn wir unser Telefon ausschalten und unsere Cloud oder wie auch immer entsprechend konfiguriert haben, dann können wir auf irgendeine Webseite gehen, Find My Phone oder wie sie auch immer heißen. Und siehe da, dann ist das Telefon dort und dort. Ganz toll, wenn man es verlegt hat, ganz toll, wenn es geklaut worden ist. Fängt an, blöd zu werden, wenn man sein Telefon ins Auto von irgendwie jemandem steckt, um zu gucken, wo der so lang fährt, wo der so den ganzen Tag über ist. Das ist dann Spionage. Muss man also auch ganz genau aufpassen, wo da die Grenze ist. Ne? Wenn sich jemand davon eben ja, nicht gut fühlt, weil man ihn da irgendwo sehr stark analysiert hat, dann ist das eben auch eine Straftat. Das darf man also auch nicht außer Acht lassen. Ne? Gut, Beschränkung der Zugriffsquelle, na, kann man sich sicherlich was drunter vorstellen und vor allem auch die Batterieleistung. Also mobile Geräte sind üblicherweise mit einer Batterie ausgestattet. Und ein Nokia 3210, wie ich es glaube ich Dienstag schon erwähnt hatte, hatte eine Uptime von 14 Tagen. Ich habe also alle 14 Tage mal meinen Akku aufgeladen. Das schaffe ich heute nicht mehr. Mit keins meiner Geräte schaffe ich eine Uptime von 14 Tagen, geschweige denn vielleicht von zweien. Also mein iPhone ist, gut, ich nutze es nun mal auch intensiv, weil beruflich, aber das ist am Ende des Tages, wenn man nicht Privates noch gemacht hat, dann ist das bei 15, 16%. Das ist Standard. Die Uhr, die ist vielleicht noch bei 25%, aber es kommt auch drauf an. Wenn man noch mal abends joggen gegangen ist, dann ist man auch irgendwo bei diesen 15% angekommen. Also sie brauchen jeden Tag oder jede Nacht Recharging. Das ist so. Ja? Und ich denke, die Geräte, die ihr so tagtäglich verwendet, bei denen verhält es sich ähnlich. Also diese Zeiten, dass man ein Handy hat und man muss auf Klassenfahrt eine Woche und man lädt es zu Hause auf und vergisst leider Gottes das Ladekabel mitzunehmen, was zu den Zeitpunkten ja auch noch proprietär war. Ne? Also da konnte man nicht irgendwie irgendein Ladekabel verwenden, sondern es musste dann schon das sein von dem Telefon. Und dann war es kein Problem. Nochmal eine Woche in Köln oder was auch immer und geht. Jeden Tag 100 SMS, jeden Tag 2 Stunden telefonieren und trotzdem 14 Tage Uptime. Also die Geräte waren wirklich, was das betrifft, ziemlich gut. Aber man hat ja auch im Verhältnis nicht sonderlich viel treiben müssen. Es gab kein Grafikdisplay. Es gab nicht die Möglichkeit, irgendwelche Videos aufzunehmen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ich habe mal mein Telefon in, weil ich geguckt hatte, wie gut das funktioniert, wenn ich zum Beispiel auch mal mobil streame. Ich möchte mit euch ja auch noch ins Auto rein, dass wir da was programmieren zusammen und so. Ich da natürlich mit einer 4K-Auflösung und 60 FPS arbeite, dann ist auch nach 3,5 Stunden ist das Akku komplett platt. Das heißt, einen Kinofilm kriege ich gerade so in einem One-Take, kriege ich das hin. Aber viel mehr dann auch nicht. Da muss man dann eben auch arbeiten. So, historisch gesehen, kennt jemand von euch den Namen Faraday? Ja, Faradayschen Käfig oder sowas, schon mal von gehört. Ne? 1831 demonstrierte elektromagnetische Induktion. Das ist der heiße Scheiß, mit dem wir heute unsere Handys laden. Ne? 1831. Das ist nicht vor fast 100 Jahren, das ist fast vor 200 Jahren gewesen. Ne? Sind wir mal ein bisschen großzügig, was den Rest am Ende betrifft, aber es sind fast 200 Jahre, in denen die Induktion schon entdeckt und erfunden, na, erfunden nicht, aber entdeckt worden ist. Und heute, 2021 oder 2020, kommen namhafte Hersteller auf die Idee, das als ein Feature anzubieten. Das ist keins letztendlich. Ne? Dann Maxwell.
Elektromagnetische Felder, Wellengleichung, 1864, auch eine lustige Nummer. Der gute Herr Hertz, Megahertz, Gigahertz, kennt man, ne? Es ist nicht Harz, das ist der andere. Ne? Der gibt dann, wenn man kein Geld verdient, von sich aus ein bisschen was. 1886, Wellencharakter der elektronischen Übertragung. Das heißt, der hat quasi schon, ne, mit wie viel Hertz übertrage ich irgendetwas, also eine Messmetrik unter anderem entdeckt, und darauf basieren eigentlich alle Kommunikationsstränge, mit denen wir heute arbeiten. Und das 1886. Ja. Marconi, der kommt hier unten auch nochmal zustande, das drahtlose Telegrafie, Langwelle. Langwelle, Kurzwelle, kennt man vielleicht, wenn man mal hier so mit Funkgeräten oder sowas rumgemacht hat. Ist dann auch stark militärisch eingesetzt worden. Wenn man mal so guckt, so 1895, das heißt, diese Technologie wurde im Ersten Weltkrieg auf jeden Fall eingesetzt. Im Zweiten garantiert. Und Vietnam und was es da alles gibt. Ich meine, da braucht ihr nur historische Filme angucken. Und selbst die Hollywood-Streifen halten sich da eigentlich auch an ganz gewisse Regeln. Da gibt es immer einen Funker, der so einen Apparat mit so einem riesen Batteriesystem auf dem Rücken und auch sonst nichts, schleppt er sich da durch die Butnik. Und immer wenn mal irgendwas ist, wir brauchen mal ein bisschen mehr Napalm vom Himmel oder was auch immer, dann hat da einer eben das Gegenstück, das Mundstück genommen und hat da reingebrabbelt. So, und das ist noch 1970 so gewesen. Mittlerweile ist es ja fast einfacher, im Feld als Soldat sein Telefon zu zücken und irgendwie im Stützpunkt anzurufen. Mal davon abgesehen, dass man dort natürlich auch die Übertragung an Kappen analysieren etc. könnte. Apropos Kappen. GPS ist ja so ein schönes System. Nutzen wir ja alle. Wir nutzen den zivilen Sektor des GPS. Der ist aber von dem Militär von Amerika unterstellt. Das heißt, wenn die keinen Bock mehr auf uns haben, im Falle eines Krieges, vielleicht sogar Weltkrieges, dann stellen die das GPS-Signal um, können das nur noch für ihre Panzer und Schiffe und Flugzeuge verwenden und wir gucken blöd aus der Wäsche. Eigentlich aus keinem anderen Grund außer diesem haben wir uns zusammengeschlossen in Europa, um das Galileo zu entwickeln. Einfach um einen Gegenpol gegenüber dieser mehr oder weniger Dominanz dann auch zu haben. 1907, ich glaube 1903 war eine Weltausstellung. Auf der 1903 Weltausstellung in New York wurde auch der erste Hybridwagen vorgestellt von der Firma Lohner Porsche. Das ist ein Joint Venture gewesen. Lohner hat ganz klassisch Kutschen gebaut. Porsche hat ganz klassisch, naja, Motoren hergestellt. Und die Radnabenmotoren, die wir heutzutage aus einem Tesla kennen, jeder Rad hat einen Motor, ne? Die wurden 1903 auf der Weltausstellung schon präsentiert. Das heißt, auch Hybridtechnik oder Elektrofahrzeuge sind steinalt. Die sind sogar älter als Verbrenner. Aus demselben Grund so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wie wir sie heute auch haben. Denn 1920, 1930, die Elektrofahrzeuge, die dort existierten, hatten die gleichen Problematiken, wie wir sie heute auch haben. Ladeinfrastruktur ist Mist, Laden dauert extremst lange und ich habe nur wenig Kilometer Reichweite. Extrem lange Laden kann ich mit Benzin oder Diesel ziemlich einfach kompensieren. 1000 Kilometer Reichweite, 3 Minuten tanken. Das Erstellen von Energie, ja gut, das ist dann halt eben Rohöl machen, aber da ist auch eine riesig große Gewinnmarge für die Unternehmen. Also gerade in den 1920er, 30er, 40er Jahren ist eben diese Elektromobilität immer weiter ins Hintergrund geraten, weil es so einfach war, relativ schnell Mobilität anzubieten und auch vor allem weitreichende Mobilität. Und heute haben wir wieder das gleiche Problem, wir kaufen uns ein Elektroauto und haben Angst, dass wir mit 500 Kilometern nicht ausreichend um uns herum fahren können. Derjenige unter euch, der wirklich 500 Kilometer pro Tag wuppt, der möge sich bitte bei mir melden, das würde ich gerne wissen. Also, ne, ganz ehrlich, ich habe Bekannte, die auch einen Tesla haben. Die tanken den einmal am Wochenende am Supercharger, verbinden das mit einem netten Restaurantbesuch, weil Sangerhausen da um die Supercharger drumherum mittlerweile sich ja auch Infrastruktur breit macht. Und dann fährt er seine 20, 30 Kilometer zur Arbeit jeden Tag. Und am Ende der Woche, wenn sie jetzt nicht noch privat irgendwas machen, hat der immer noch 300 Kilometer Reichweite.
Im Winter sieht es anders aus. Im Winter muss man heizen und solche Dinge. Die Batterie muss ja auch eine Wohlfühltemperatur behalten, damit sie gut operieren kann. Da sieht das anders aus. Da hat man wirklich dann auch relativ schnell, wenn man die Heizung anmacht, dann mal 100 Kilometer weniger Reichweite. Das ist ganz gängig, aber ansonsten mit einem 500 Kilometer Reichweitenfahrzeug macht man alles machen. Ich würde sogar behaupten, man kann damit nach Italien Urlaub fahren. Ja, also es gibt da eigentlich keinen Grund, wirklich eine sogenannte Reichweitenangst zu entwickeln. Gut, kommerzielle transatlantische Verbindung 1907 ist eine tolle, spannende Nummer, weil man plötzlich international, also wir sprechen ja heute noch von Globalisierung, aber 1907 war das ja auch. Da hat dann hier irgendein Händler, der German Engineering verkauft hat, Stahl oder was auch immer, mit jemandem in Amerika kommuniziert, der den Stahl haben wollte. So, und dann wurde das da, ja, klar, Kauf für den und den Preis, alles klar, ich packe es in den Container, in 2 Wochen ist es bei dir. So lief das früher. Ja? Dann wieder Entdeckung von Kurzwelle. Ist ja klar, wenn sich jemand schon mit einer Langwelle beschäftigt hat, dann ist es irgendwann auch ziemlich klar, dass er sich auch mit der Kurzwelle beschäftigt. Und zahlreiche Versuche mit Fernsehübertragung über den Atlantik, Farbfernsehen, TV etc. Ne? 28. Das ging schon. Also, ich meine, TV ist ein Medium, das wir ja heute immer mehr oder weniger nutzen. Die meisten nutzen ja mittlerweile nicht mehr das lineare Fernsehen, sondern dann Netflix, Amazon und was es so alles gibt. Aber für früher, wo es nur 1 oder 2 Kanäle gab, war das schon nicht schlecht, dass man das auch bis nach dort hinten übertragen konnte. Frequenzmodulation, also wirklich Dinge auch aufzumodellieren, das, was wir tagtäglich heute machen, um überhaupt unsere Handys ans Netz zu bringen, 1933. Und wenn wir weitergehen, werden wir immer weiter merken, dass von 1933 bis 1945, das ist ja historisch gesehen eine ziemlich gruselige Zeit, vor allem wenn man das als ein Deutscher betrachtet, da sind ganz, ganz viele technische Errungenschaften entstanden. Die Informatik hat dort quasi ihre Grundlagen überhaupt erst gefestigt. Die meisten Männer waren an der Front und die Frauen haben die Jobs der Männer hier ausgefüllt. Es ist auch ganz spannend, wenn man sich das historisch betrachtet, dass die meisten Erfindungen in der Kriegszeit die Informatik prägen. Ich sage jetzt mal ganz bewusst wirklich die Informatik. Rechnerarchitekturen, Software, Hardware und so weiter sind Errungenschaften von Frauen. Das ist ganz wahnsinnig, wenn man immer mal wieder auch bei den Erstsemestern oder auch den fünften, sechsten Semestern so in die Auditorien guckt und findet eigentlich nie eine Frau. Ganz selten mal. Das sah vor vielen, vielen Jahren echt noch anders aus. Da war das für viele Frauen ein ganz attraktiver Berufszweig, sich eben mit Elektrotechnik, mit Mathematik, und das in Kombination ist ja letztendlich die Informatik, beschäftigen wollten. Da müssen wir eigentlich wieder hin. So ein bisschen Diversifikation machen, auch mal wieder die eine oder andere Dame dazu einladen, hier mitzuspielen. Denn die Anforderungen, die wir an Technologie haben, ist teilweise eine andere. Ist ja klar. Eine Frau finden einen DeLorean vielleicht nicht so ansprechend, weil er so kantig ist und so weiter. Ein Käfer dagegen ist möglicherweise was Süßes und Knuddeliges. Es soll da aber auch keine Stereotypen geben, sondern jeder hat ja irgendwo so seine Meinung. Und desto mehr Meinungen wir von unterschiedlichen Personen zu irgendetwas einverlangen können, umso besser werden unsere Produkte letztendlich. B-Netz. Ist cool, habe ich ja, glaube ich, am Dienstag schon ein bisschen was drüber gesagt gehabt. Das B-Netz und dann das D-Netz. Und dann gab es D1 und D2. D1 heute Telekom oder T-Mobile, wie sie ja heißen. Und D2 Vodafone oder damals eben, gewisses Stücke, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer D2 war, aber heute ist es Vodafone. Die wurden irgendwann mal aufgekauft von irgendwas anderem. Müsste ich nochmal recherchieren, gucke ich aber völlig raus. 450 MHz, skandinavische Länder, 1979, 82, war ja auch noch nicht geboren, GSM. Habt ihr wahrscheinlich auch nie genutzt, ich dann später schon. 92, Start von GSM, da konnte man da tatsächlich SMS verschicken und telefonieren. Über solche Knochen. Ja, also war toll. Dann drahtloses Netzwerk. IEEE 802.11. Das ist euer heutiges WLAN. Bloß hinter dem 11 kommt nochmal ein Punkt mit G, N, B, A und AC und AX und wie sie alle heißen, die noch höhere Datenraten ermöglichen. Spezifikation von UMTS 98, dann Satellitentelefone von Iridium 98,
IEEE 802.11b mit 2,4 GHz und 11 Mbit pro Sekunde. Das war das erste WLAN-Modul, das ich zu Hause tatsächlich eingesetzt hatte. Und das war Wahnsinn, weil man plötzlich 3 Meter weiter links auch noch Internet hatte. Es war rotzelangsam. Aber man hat es nicht gemerkt, weil die Seiten nicht so, das war ja nicht voll mit JavaScript und irgendwelchen Dingen, die berechnet werden mussten, sondern da stand einfach Text drin. Ne? Und dadurch hat man es nicht gemerkt. Die Webseiten heute, wenn man merkt, dass das irgendwo, dass das wieder so weit ist, mal einen neuen Rechner zu investieren, liegt ja vor allem daran, dass sie auch ineffizient programmiert wird. Man geht davon aus, dass mittlerweile jeder 64 GB Arbeitsspeicher hat und eine riesig große Rechenbüchse sein eigen nennt. Das heißt, man kann da bei der Programmierung auch mit JavaScript relativ viel schludern. Hier mal ein bisschen was berechnen, damit es fancy aussieht und ein cooler Übergang ist. Dann braucht die Grafikkarte auch noch ein bisschen was zu tun. Also würde man Dinge auf das runterbrechen, was man eigentlich sehen möchte, nämlich in irgendeiner Art und Weise Text, würde man heute nicht mehr machen, weil es hat immer was mit Promotion zu tun, dann würden die Internetzugriffe auch deutlich schneller vonstatten gehen. Genau, Bluetooth, auch auf der 2,4 GHz-Ebene, aber mit kleiner 1 Mbit pro Sekunde. Und das gucken wir uns auch gleich nochmal explizit an. Denn diese Bluetooth-Geschichte ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Beginn 3G in Japan, UMTS-Versuche in Europa 2001, dann dürftet ihr schon auf diesem Planeten gewesen sein. Würde mich jetzt stark wundern, wenn nicht. Ne? UMTS in Europa 2002, UMTS-Einführung in den Niederlanden. Ich weiß nicht, warum in den Niederlanden das dementsprechend als erstes war, aber Hut ab. Die Holländer hatten tatsächlich vor uns UMTS, Einführung des ersten iPhones 2007 und dann der N-Standard. Das ist der, der bei vielen, ich sag mal, Fritzboxen, alteingedienten Fritzboxen immer noch irgendwo de facto ist. Geht da irgendwo in ein Hotel, das jetzt nicht alle 2 Jahre seine Infrastruktur irgendwie umwandelt, dann werdet ihr eben auch noch auf dem N-Standard dort Router finden. Die haben dann diese klassischen 100 Mbit, die da irgendwie durchjauchen können. Heute ist AX. Ich glaube, die aktuellen Fritzboxen, die haben alle die AX-Technologie mit drin. LTE-Einführung auch wieder in den Niederlanden. Irgendwie haben die da voll was raus. Die Niederlander, die kriegen tatsächlich relativ früh immer die Technologie und nutzen diese dann auch kräftig. So, dann haben wir die Datenfunktechnologien. Das ist natürlich eine Luftschnittstelle über Frequenzbänder, Kanäle, Ausbreitung und auch dementsprechend Einflüsse. Wir werden uns über die Einflüsse gleich auch nochmal etwas intensiviert mit unterhalten, denn wir haben es mit Reflexionen zu tun, wir haben es mit Abdeckungen zu tun. Einige Materialien schlucken Signale, andere reflektieren diese. Mit beiden hat man seine Mühe und Not. Bei reflektierten Signalen kommen dann eben unterschiedliche Laufzeiten zu Trage. Bei Materialien, die Signale schlucken, bleibt das einfach weg. Und es gibt Materialien, die schlucken solche Wellen dementsprechend wirklich weg. Will man jemanden ärgern, dann baut man ihn eben in so einen Käfig rein, wo genau diese Signale nicht reinkommen. Und dann sitzt er da in seinem Funkloch. Oder man modelliert, das ist jetzt letztendlich nochmal ein bisschen Physik, ein Signal als ein Gegenelement. Das hat Professor Houston ganz gerne in Klausuren gemacht. Der hat nämlich so einen LTE-Jammer. Das heißt, er hat dann in der Werttasche so einen Jammer gehabt, der das LTE-Signal quasi extrem stark raussendet. Und dadurch keiner im Raum mehr irgendein Signal mit seinem ursprünglichen Provider hat. Das heißt, das Internet ist lahmgelegt oder das mobile Internet ist lahmgelegt. Das hat er gemacht, weil eben doch viele mal so ein bisschen auf Uhr geguckt und dann mal ein bisschen an der Uhr gescrollt, ne, und vielleicht die eine oder andere Webseite geöffnet oder, also gespickt. Sind wir da ehrlich. Und ein Informatiker vom Spicken abzuhalten, ist dann eben auch mit Technik verbunden. Da muss man dann halt mal einen LTE-Jammer oder dementsprechend jetzt einen 5G-Jammer da irgendwo in den Hörsaal packen, um die Leute von digitaler Kommunikation fernzuhalten. Ne? Also, ich habe da meine eigene Meinung zu. Diejenigen, die das tatsächlich schaffen, unbemerkt auf die Art und Weise zu spicken, die haben es auch verdient. Ich habe da schon andere Sachen gesehen. Ne? Coca-Cola-Flasche, bestes Beispiel. Ach, was war das schön.
Demjenigen habe ich zwar eine 5 gegeben, aber ich musste ihn danach extremst feiern. Der hat eine Cola gehabt, 2 Liter Cola, und hat dieses komplette, diese, wie nennt sich das, diese Kunststoffschicht drumherum, die bedruckt ist. Die hat er hat sich wirklich einen Drucker gegönnt, der so solche Qualität bietet, dass er das ringsrum wirklich mit Formeln, mit irgendwelchen Definitionen, also überall, wo die Nutritions, also wie viel Zucker und Kohlenhydrate, das hat der wirklich astrein gemacht. Das Ding war perfekt. Nun ist es aufgefallen, weil immer wenn jemand dann so trinkt und dann irgendwie auch immer mal so ein bisschen komisch trinkt, also es fällt auf, wenn jemand alle 2 Minuten einfach an die Flasche geht. Da denkt man, der ist Alkoholiker und der hat da irgendwie Bacardi drin oder sowas. Und wenn man dann näher gekommen ist, hat man es auch gesehen. Ja. Andere haben sich Spickzettel auf Zettel gedruckt, den laminiert, angespitzt und in den Apfel gesteckt. Auch toll. Dann zieht man das mal so ein bisschen aus dem Apfel wieder raus und wieder rein, wenn der Dozent guckt. Also ich will jetzt nicht animieren, findet irgendeinen Weg, um mich ganz, ganz hardcore zu verarschen. Das nicht, aber ich weiß, mein Vorgänger Günther Kircher, der hat in den Klausuren immer erlaubt, ein DIN A4-Blatt vorne und hinten beschrieben als Spickzettel. Also Zusammenfassung sozusagen. Die Klausurfragen waren dann aber auch dementsprechend kompliziert und komplex. Und da hatten wir mal wirklich jemanden, weil ich da Zweitprüfer war, der hat, und es musste per Hand geschrieben sein, also es darf nicht mit dem Computer geschrieben werden. Der hat das hingekriegt und das, ich muss es mal raussuchen. Ich habe mir das damals geben lassen, weil das ist eigentlich, gehört das in den Rahmen. Das ist richtig geil. Der hat Schriftgrad 3, glaube ich. Vielleicht maximal Schriftgrad 4 mit der Hand geschrieben. Das Ding sieht aus wie eine Grabbeigabe bei den Ägyptern. Aber alle Informationen von nicht nur diesem Fach, sondern auch noch von anderen Dingen, die man möglicherweise noch wissen sollte, waren da drauf. Richtig, richtig genial. Und wer sowas macht, ganz ehrlich, dann sage ich auch, also dann hat man es verdient. Ne? Das ist ähnlich wie die Diskussion, das hatte ich letztens mit meiner Herzensdame, große Tontöpfe, hat so kleine Bäumchen drin gepflanzt und dann meinte ich dann, ja, dann stell die doch hier vor die Garage, ist doch schön. Nee, die stellen wir auf den Balkon. So, warum das denn? Ja, weil sonst werden die ja geklaut. So, wie, die werden geklaut? Ich habe die angepackt, ich habe die mit einer Kofferwaage behaftet, das Ding war 60 Kilo, ne? Also wer das wegschleppt, der darf das auch behalten, ganz einfach. Hm? Gut, Modulation, also Netzwerkübertragungsverfahren, dann die Netzwerke, die Topologie. Ich denke, über Topologien wisst ihr Bescheid. Ne? Ring, Stern und was es da so alles gibt, ich glaube, da müssen wir nicht nochmal drüber reden. Protokolle ist so eine andere Sache, da weiß man manchmal die einen oder anderen. Wir haben CAN-Protokoll ja schon kennengelernt. Dann haben wir das IP-Protokoll, was wir ja auch alle tagtäglich mehr oder weniger nutzen. Es gibt diverse andere. Hm? Und Anwendungsbeispiele, aus denen natürlich ganz, ganz viele Dinge heraus zu kristallisieren sind. Diese Technologie an sich ist ja mehr oder weniger, ich habe einen Sender und ich habe irgendwo vielleicht einen Empfänger. Und dann gibt es so Dinge, die so fast in Sichtweite. Dann gibt es so Dinge, die gehen irgendwie so ziemlich weit hintereinander weg. Und die Ionosphärenschichten, die wir hier sehen, die sind natürlich durchaus dann auch ein genutztes Medium. Also wir übertragen nicht mehr auf Sicht, wir übertragen auch bei Funksignalen mehr oder weniger wirklich über Satelliten oder eben dann tatsächlich Funk, aber mit der Ionosphäre. Also kann man sich wirklich so bildlich vorstellen, wie wir das hier sehen. Die Bodenwelle, die Raumwellen, eben auch die Gleitwellen und auch die dementsprechenden Kilometerangaben, wie hoch diese tatsächlich liegen. Also abhängig von der Frequenz und der Wellenlänge verhalten sich die elektromagnetischen Wellen unterschiedlich. Hohe Frequenzen breiten sich eher wie Licht, also direkt aus. Und falls man es dann immer noch nicht verstanden hat, dass es sich wellenartig ausbreitet, immer so ein Tropfen in Wasser werfen, werdet auch merken, das breitet sich wellenartig aus und am Ende des Teiches wird man dann möglicherweise auch Signale entgegennehmen können. Das erstmal so reine Theorie, die Wellenlänge wird idealerweise immer mit dem Half-Life-Zeichen, also Lambda, abgekürzt. Lambda ist eine ganz putzige Sache, denn ich halte ja nicht nur diese Veranstaltung hier am Campus, sondern hatte früher auch robuste Systeme und reaktive Systeme und perversive Systeme und wie sie alle heißen, vernetzte Systeme, verteilte Systeme. Und in fast jedem dieser Kontexte kommt der Begriff hier vom Half-Life-Zeichen, also vom
Lambda auf. Lambda ist das Restrisiko bei den robusten Systemen. Lambda ist hier wiederum irgendwo die Lichtgeschwindigkeit durch die Frequenz und so weiter und so fort. Also da immer drauf Acht geben. Es gibt nicht sonderlich viele Buchstaben im griechischen Alphabet. Und bitte darauf Acht geben, dass wenn man das mal sieht, dass man auch den Kontext betrachtet. Ne? Hier ist der Kontext tatsächlich irgendwie Antennen bzw. Wellenlänge. Wenn es am Ende eben sichere Software oder sowas ist, dann kann dieses Symbol natürlich auch für was anderes verwendet werden. Das ist tatsächlich in der Informatik nicht so sauber wie vielleicht in der Elektrotechnik oder im Maschinenbau, also die SI-Symbole. So, Lichtgeschwindigkeit, ne, dementsprechend viele Meter pro Sekunde, ich sag mal 300.000 Kilometer pro Sekunde kann man schon mal machen. Dann hat man so einen Antrieb, mit dem man eigentlich durchs All fliegen möchte. Ne? Und dann ist man innerhalb von 2 Tagen am Mars und kann wieder zurück. Also das ist Sci-Fi. So gut sind wir noch nicht. Die Frequenzbänder sind klar bei UKW 100 MHz. Das heißt, wir haben irgendwo so eine Wellenlänge von 3 Metern, GSM irgendwo von 0,3 Metern. Und dementsprechend hier kannst du es schon gar nicht mehr richtig ausrechnen, weil beim GPS mit 1500 MHz dementsprechend noch eine viel, viel kleinere Zahl rauskommt. Wichtig ist hier, dass diese elektrischen Felder hier eigentlich immer kreisartig orientiert sind. Und auch die Spannungsverteilung immer irgendwo mit entweder einer steigenden Flanke, aber nicht rechtecksignal, sondern mehr oder weniger so eine Amplitude. Und das Ganze natürlich auch in die fallende Flanke. Magnetische Felder kennt ihr auch, wenn ihr mal mit einem Magneten was gemacht habt, ist ganz putzig, macht aber unglaublich viel Schmutz, wenn ihr so kleine Spänchen nimmt, Eisenspänchen, und legt darauf mal euren Magneten. Ne? Dann machen sich dort diese Kreiswellen tatsächlich sichtbar. Idealerweise nimmt ihr diese Spänchen auf ein Blatt Papier und legt dieses dann wiederum auf den Magneten, weil sonst habt ihr die Anhaftung am Magneten, die kriegt ihr fast nie wieder ab. Das ist auch immer wieder der Fall, wenn ihr einen Bit-Einsatz macht und werkelt irgendwie zu Hause rum und mackelt da mit eurem Akkuschrauber und dem Bit-Einsatz irgendwelche Schrauben kaputt, weil ihr den falschen genutzt habt, dann ist da ein Abrieb und den, weil die Bit-Einsätze fast alle magnetisch sind, die habt ihr dann da oben drauf hängen. Mit dem Finger ab, aber auch jeden einzelnen dieser Dinge kriegt man eigentlich nicht erfasst. So eine Stromverteilung, das gleiche, das ist irgendwo so ein bisschen ringsrum. Ne? Die Signalausbreitung, freien Raum, grundsätzlich geradlinig wie Licht. Also in diese Richtung, und überall, wo es irgendwo hin kann. Akustik, auch wie hier, wenn ich dort hier so gegen die Wand rede, dann könnt ihr mich immer noch hören, es hört sich nur ein bisschen anders an. Ne? Auch die Ausdehnung der Signale, in dem Fall akustischen Signale, variiert natürlich auch mit der Art der Reflexion. Weil wenn ich hier gegen die Wand rede, dann reflektiert das Signal, ich spreche jetzt einfach mal von Signal, erstmal von der Wand weg, an meinem Kopf vorbei, wird also auch gehindert. Durch meinen Kopf geht es nicht, wüsste ich zumindest noch nicht, dass das so geht. Und ihr könnt es trotzdem verstehen, aber eben über Umwege. Ne? Und das ist etwas, das nutzt man sich natürlich dann auch in der digitalen Übertragung, indem eben auch die Empfangsleistung eine Rolle spielt und die kann von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst und beeinträchtigt werden. Und diese Beeinflussung ist zum Beispiel die Freiraumdämpfung. Es ist frequenzabhängig. Habe ich eine hohe Frequenz, kann ich möglicherweise mehr. Habe ich eine niedrige Frequenz, kann ich möglicherweise weniger. Abschallung oder Abschaltung durch Hindernisse. Wenn ich natürlich irgendwo was kommuniziere und ich baue jetzt hier um mich herum irgendwie so eine Art Kiste auf, ja, dann kommt nur noch möglicherweise, wenn ich drin sitze, meine Akustik oben aus der Kiste raus und dann zu euch. Ist also maximal gedämpft. Kann man sich, glaube ich, so ganz gut veranschaulichen, dass wenn ich auch Gebäude irgendwo positioniere, dass mit einer Wand, wirklich Betonwand aufgebaut ist, dass da natürlich gewisse Schallwellen dann nicht durchgehen, ist dann auch klar. Dass sie möglicherweise da auch durch diverse Materialien vielleicht sogar geschluckt werden, nicht reflektiert werden, ist dann auch klar. Reflexion an großen Flächen, denkt mal an ein Radarsignal. Ja, es ist auch ausgesandt und wenn ich dann dementsprechend eine Reflexion erhalte, dann kann ich in Abhängigkeit meiner Lichtgeschwindigkeit, also ich übertrage ja dementsprechend etwas, die Entfernung prognostizieren. Wenn ich mir dann aber so einen Stealth-Bomber baue, der an allen Ecken
oder an allen Flächen mehr oder weniger ganz viele komische Kanten hat, dann nimmt er dieses Signal und reflektiert es in alle unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Idealerweise nicht zurück, wo es hingeschickt worden ist. Dadurch ergeben sich dann plötzlich irgendwelche zu kleinen Signale, die nicht als Objekt signalisiert werden. Und ihr könnt dann munter in feindliches Gebiet vordringen. Oder unterhalb des Radars fliegen. Wenn man solche Radarstationen hat, das ist natürlich ein Parabolspiegel. Der schießt ja nicht irgendwie senkrecht über den Boden, sondern er ist ja schon so ein bisschen in den Himmel gerichtet. Das heißt, rein technisch, rein physisch kann man unterhalb des Radars fliegen. Es geht. Man muss dann drüber nachdenken, ob das heute noch sinnvoll ist bei Satellitenverbindungen, die wenige Mikrosekunden brauchen und man Fotos machen kann von eigentlich ja jetzt dieser Szenerie dort draußen mehrfach in der Minute. Ob man dann noch Radar wirklich braucht oder ob man einfach mit Kamera und ein bisschen intelligenter Algorithmik den Himmel abcheckt. Aber gut, die Streuung, also das Scattering an kleinen Hindernissen, ist auch letztendlich Physik. Da ist ein kleines Objekt und an dem wird es dann dementsprechend zerstreut. Diese Technik nutzt heute fast jeder Raumklang-Lautsprecher. Ihr steckt da so eine Büchse in die Steckdose und dann fängt die an, Hallo zu sagen und dann kalibriert sie sich erstmal. Dann kann es sein, dass ihr dann in die eine Ecke des Raumes gehen müsst und sagt, Hallo. Und dann sagt dann euer Telefon, jetzt bitte in die andere Ecke des Raumes. Und ihr geht in die andere Ecke des Raumes und sagt auch, Hallo. Und ihr sollt natürlich dann nicht einmal schreien und einmal völlig leise flüstern, sondern ihr sollt das ganz normal machen. Und dann weiß man auch, die Signale, die kommen irgendwie aus dieser Richtung, müssen aufmoduliert werden, müssen also ein bisschen verstärkt werden, aus der anderen Richtung sind sie super. Das gleiche auch beim Aussenden von Akustik. Wenn ich gleichzeitig Akustik aussende und über ein Mikrofon die Reflexion wieder analysiere, erkenne ich automatisch, ich stehe an dieser Seite an der Wand. Es macht also keinen Sinn, diese Wand zu beschallen, weil es dann nur dumpf klingt. Es sei denn, ich möchte einen Raumklang. Wenn ich einen Raumklang möchte, macht es sehr wohl Sinn, fast ausschließlich die Wand zu beschallen, weil sich dann die Wellen natürlich an dieser Wand seitlich bewegen. Das funktioniert selbst mit so Fernsehgeräten. Ich meine, das hier ist ja letztendlich, ja gut, das ist ein Vega Master, ist eigentlich ein Touch-Monitor. Funktioniert nur nicht mit dem Mac, aber das ist egal. Auch der hat eine Akustik dahinter. Und diese Akustik sorgt dafür, dass hier an den Seiten tatsächlich die Reflexion der Wand benutzt wird, um ein Pseudo-Virtual-Surround herzustellen. Ich weiß nicht, habt ihr extremst teure Headsets zum Gaming oder sowas? Vielleicht, vielleicht nicht. Wenn ihr es denn hättet, auch dort. Es ist kein Raumklang. Da sind nicht 7 Lautsprecher und 7 unterschiedliche Lautsprecher drin, sondern das ist einer, der eben unterschiedlich aufmodelliert wird und euch pseudomäßig eben sagt, von dort kommt gerade jemand. Wer da so einen teuren Lautsprecher oder Kopfhörer mal auf dem Kopf hatte, der wird da ein Liedchen von singen. Denn gerade solche Spiele, wo es um Schnelligkeit, wo es, ich sag, ich will immer keine Werbung machen, aber solche Call of Duty-Dinger oder sowas, wo man im Multiplayer eben dann auch relativ schnell Entscheidungen treffen muss, gehe ich links lang, rechts lang, da kann man sich in eine Ecke setzen, das ist tatsächlich relativ entspannt, weil man die ganzen Fußschritte von irgendjemandem wirklich hört, ob die von hinten kommen, ob die von vorne kommen, ob die von der Seite kommen. Wenn der dann auch noch einen Schuss absetzt, dann weißt du auch, das kommt von dort. Also letztendlich, für mich als Jäger ist das mit den Schusswechseln ja relativ normal, bei so Treibjagden hat man das ja auch. Wenn er einen Schuss sich löst, dann weiß man, das kommt von da. Also da ist gerade Gefahr. Und wenn er sich von da löst, dann ist gerade da Gefahr. Und das ist mit einem ganz normalen Gehör in der ganz normalen Umwelt auch relativ leicht zu detektieren. Simuliert und aufmoduliert wird das natürlich dann in der Gaming-Industrie. Ja? Und das ist ein ganz einfaches Gefilde, wenn man sich mit der Physik und noch der Übertragung von Schall und vielleicht von Lichtwellen oder anderen Dingen einfach mal beschäftigt hat, dann ist das eigentlich ein relativ Straightforward-Algorithmus, den man dort bastelt, der vielleicht noch einige Abhängigkeiten mit sich bringt, aber das war es dann auch. Beeindruckend fand ich mittlerweile, dass selbst ein iPad das kann. Ich habe ein iPad, auf dem gucke ich manchmal Netflix, weil meine Herzensdame, irgendwann habe ich aufgegeben, die nimmt sich die Fernbedienung und dann ist das ihre. Das heißt, wenn ich irgendwas gucken möchte, was mich interessiert, dann muss ich das auf dem Tablet tun.
In der Vergangenheit habe ich das mit Headsets gemacht, also dementsprechend Bluetooth-Headset, habe dann da meine Filmchen geguckt und war auch alles in Ordnung. Mittlerweile ist es sogar so, dass auch so ein iPad einen Surround-Klang generieren kann, sogar in Abhängigkeit, wie ich es zu mir positioniere. Das heißt, die Lagesensorik da drin, die sorgt dafür, dass sich die Akustik verändert. Das ist richtig putzig. Das macht richtig Spaß. Also man merkt wirklich, dass ein Hubschrauber um einen rum rumfliegt. Oder wenn ich die Lage der Sensorik so ein bisschen ändere, dass sich dementsprechend auch die Akustik nachzieht. Das ist alles Software. Der Lautsprecher, der ist immer noch genauso da wie vorher auch. Der ist kein Stück leistungsstärker geworden, der ist kein Stück schlauer geworden. Das ist alles Software. Und das soll ja letztendlich auch so ein bisschen die Quintessenz dieser Veranstaltung sein. Denn ihr seid ja, wenn man das mal so runterbricht, fast alle irgendwo ja auch Software-Designer, Software-Engineer. Und mit der Kombination von Vernetzung, mit der Kombination von etwas interessanter Hardware, steht euch dann natürlich auch in ganz, ganz vielen Bereichen die Welt offen. Soweit offen, wie die Entscheidung zu treffen, dass wir jetzt leider durch sind für den heutigen Tag und in der nächsten Woche dann an der Stelle einfach weitermachen. Ich habe mir noch auf die Liste gemacht, euch nochmal im Moodle die Liste auszuhändigen, wer wann wo wie einen Vortrag halten soll. Das werde ich also gleich im Nachgang nochmal tun, dass ihr das dann nachvollziehen könnt. Und wenn durch irgendwelche Bedingungen, die mich nichts angehen, ihr dann sagt, ah, dieser Termin, der ist für mich ganz beschissen, weil da kann ich nicht, da ist mein Hamster, hat da Jahrestag oder sowas, dann lasst mich das frühzeitig wissen. Ich denke, man kann da fair miteinander umgehen und das ein oder andere noch mal ein bisschen schieben. Aber wenn es dann irgendwann gehärtet ist, dann müssen wir uns dann auch mit diesen Terminen irgendwie rumquälen. Wenn dann jemand krank ist etc., ne, dann sind das wieder andere Bedingungen, ganz klar. Wir wollen da fair miteinander umgehen, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Und in dem Sinne bedanke ich mich, dass ihr so schön mitgemacht habt. Gerne auch zukünftig noch mal ein bisschen den Chat voll spammen. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass auch ihr fünf, die da gerade zuschaut, noch lebt. Und ja, für euch vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder. Macht's gut!